Herren, guten Abend Stuttgart. Und oben bleiben, Köpfchen zeigen. Köpfchen zeigen! Oben bleiben! Nein, lauter, Köpfchen zeigen! Oben bleiben! Wessen Stadt? Unsere Stadt! Vor der Wahl und nach der Wahl, wessen Stadt? Unsere Stadt! Wessen Land? Unser Land! Und wessen Geld? Unser Geld! Genau so ist es. Schön allen, die bei dieser Wahl geholfen haben. Und auch allen, die irgendwo mit angepackt haben. Und auch allen, die vielleicht enttäuscht waren vor der Wahl und vielleicht auch enttäuscht sind nach der Wahl. Es gibt bei mir in der Hand keine Hochrechnung, aber das Ergebnis der unveränderten Stimmzettel. Das sagt noch nicht viel, aber in etwa. Nämlich, die Wahlberechtigten, die Wahlbeteiligung ging um fast 2% zurück, von 48,7 auf 46,6. Man sieht daran, welches Vertrauen die Menschen in das Land haben. Grüne 25,7%, bei der Wahl 2009 24,8%. CDU 30,3%, bei der Wahl 2009 26,6%. Das sind alles die unveränderten Stimmzettel. Das sagt also noch nichts, welche Stimmen noch bei der einen oder anderen Partei abfließen. SPD 2009 26,6, 17,5, jetzt 14,1. FDP 9,8, jetzt 4,8. Freie Wähler 10%, jetzt 6,6. Bravo! SUS 4,1%, jetzt 5. Die Linke 4,3% 2009, jetzt leider nur 4. Aber wie gesagt, noch unverändert. Die Republikaner 2,4%, jetzt 0,7. Die AfD ganz in der Nähe, die großen Absahner, jetzt 4,5. Die Piraten 1,7. Die Statisten 1,1. Und die studentische Liste 1,1. Mit 1,5% kann man hochrechnerisch sagen, wenn sich nicht viel verändert, entspricht das einem Mandat. Liebe Bürgerinnen und Bürger, wer die Wahl hat, hat die Qual, sagte meine Omi Glimpfchen Zittau gerne und wählte die Nationale Front des demokratischen Deutschland. Ab Ostern konnten wir als Kinder dann wirklich wählen. Kurze oder lange Hosen, Vanilleeis oder Schokoeis, Bad Berg oder Bad Bank, Wilhelm oder Wilhelma, Pest oder Cholera. Wer schönes Wetter will, wählt Freie Wähler. Aber wir wollen doch alle Wulle. Wulle weiß, was Weiber wünschen. Gestern hatten offenbar mehr als 50% der Wahlberechtigten und Wahlberechtigtentinnen einen Burnout. Sie sind zu Hause geblieben und sagten sich, ich schlafe auch ohne oder mit Wahl gut oder schlecht genug. Bei den anderen Wahlberechtigten, weniger als die Mehrheit der Stimmberechtigten, weiß ich nicht ganz genau, was los war. Außer, dass die Opposition Boden gut gemacht hat. Die S21-Kritiker beispielsweise auf der Wahlliste der SPD haben kräftig zugelegt. Gratulation. Aber bilden wir uns bloß nichts ein. Denn das Ergebnis zeigt doch auch, dass es uns nach mehr als vierjährigem Kampf gegen das Milliardengrab offensichtlich schwerfällt, Punkte zu machen. Wir haben die Menschheit an sich und die Stuttgarterinnen und Stuttgarter insbesondere mit Tausenden und Abertausenden von hervorragenden Argumenten bombardiert. Meist alles sehr begründete Argumente, meist sehr viele Seiten lang.
meist alles super genau und ausführlich genau und belegbar, sogar mit Fußnoten für Analphabeten. Aber wir haben viele mit diesen ganz langen Argumenten gegen dieses unnütze Großprojekt fast erschlagen, weil es zu viel an Argumenten war und nicht zu wenig. Wir haben nicht erkannt, welche Kraft, welche Fantasie die einfache Wahrheit hat und welche Autorität hinter dieser Wahrheit steckt. Die Wahrheit nämlich liegt in nur vier Sätzen, die Egon Hopfensitz mehrfach hier von dieser Stelle aus schon gesagt hat. Ich zitiere: Stuttgart besitzt in seiner Gesamtheit einen denkmalgeschützten Kopfbahnhof mit 17 Bahnsteiggleisen und einer nachgewiesenen Leistungsfähigkeit von bis zu 56 Zügen pro Stunde. Der zweite Satz: Der geplante Tiefbahnhof leistet mit 8 Bahnsteiggleisen stündlich nur 32 und nicht die behaupteten 49 Züge. Drittens: Für diesen Rückbau der Bahninfrastruktur sollen nunmehr 6,8 Milliarden aufgewendet werden. Der vierte Satz: Eine unsinnige und unwirtschaftliche Investition. Diese Botschaft hätte eigentlich allen klardenkenden Menschen genügen müssen. Nicht mehr und nicht weniger. Alles andere ist Zuckerle und kommt noch dazu. Und liebe Leute, liebe Bürgerinnen und Bürger, diese vier Sätze sind ebenso unwidersprochen und unwiderlegbar wie Egon Hopfensitz Aussage, dass uns die Bahn beschissen hat. Und diese vier Sätze haben immer noch das Zeug, Stuttgart 21 auszuhebeln, die Zögernden und die Zagenden zu überzeugen, Wegweiser zu sein, Basiswissen. Der erste Satz aus dem Buch des Widerstands: Sie sind ein hervorragender Grundstück für die Arbeit der alten und der neuen Leute im Gemeinderat. Ich will es mal anders sagen. Wenn diese Sätze stimmen, und ich zweifle keinen Augenblick daran, dann ist Stuttgart 21 das größte Betrugsprojekt der deutschen Industriegeschichte. Daran ändern auch Mehrheiten nichts. Auch Mehrheiten, die für dieses Betrugsprojekt gestimmt haben. Und wer uns immer wieder und immer wieder mit dem Argument der Mehrheiten auf den Kopf schlägt, weiß ganz genau, was es heißt, wenn eine dicke Mehrheit der Menschen zu Hause bleibt und eben lieber Schoko oder Vanille oder kurze oder lange Hosen will. Aber was ist der Grund? Ich habe einen Selbsttest gemacht. Sagen Sie ja oder nein, Enthaltungen werden nicht gezählt. Erstens, bei der Zahl 21 fühle ich mich ausgelaugt, erschöpft und leer. Oder das hier: Ich vermisse meine frühere Kreativität, meine Laden, den Wunsch, etwas zu bewirken. Und auf Druck von außen oder Kritik reagiere ich gereizt. Sie sehen, da bleibt noch Hoffnung. Viele stimmen auch der Testfrage 4 zu. Ich habe das Bedürfnis, mich zurückzuziehen und in Ruhe gelassen zu werden von den Parteien. Oder die Testfrage 5. Ich bin anfällig für Feinstaub, Lügen und andere Krankheiten. Oder dieses: Ich mache mir Sorgen, wie die Deutsche Bahn und die Stadt und wir alle die nächsten Jahre überstehen sollen. Oder das hier: Ich greife gern nach Aufputschmitteln und muss jeden Montag zur Demo, um meine Leistung einigermaßen aufrechtzuerhalten. Schön, dass ihr da seid. Das Motto von heute heißt ja: Und fällt die SPD vom Hocker, wir lassen niemals locker. Es gibt auch noch eine Variante, die heißt: Ob schwarz, ob rot, ob ocker, wir lassen nun erst recht nicht locker. Natürlich kann man das auch schärfer sagen: Ob übler Obergangster oder linker Rockerbauch, wir lassen niemals locker auf. Oder: Da wurmt sich Denker, Bahn und Immozocker, der Widerstand, der lässt nicht locker. Das ist ja fast so, wenn man fast so wie Schiller und Herwig zusammen. Oder dieses hier: Für manchen war die Wahl ein Schocker,
Proteste hin, Proteste her. Wir bleiben oben, bitte sehr. Und lassen nun erst recht nicht locker. Bei unserem Widerstand gehen wir nach wie vor davon aus, dass Menschen lernfähig sind, wie alle, selbst wenn sie in der richtigen oder in der falschen Partei sind. Unser Freund Bert Brecht wusste es. Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Und insoweit geben wir die Hoffnung niemals auf, dass auch die Dümmsten klüger werden können. Was du nicht aufgibst, das hast du nicht verloren. Das sagte mir Eugen Eberle, der alte Kempe, der 35 Jahre lang im Stuttgarter Gemeinderat saß, ununterbrochen und häufig als einzige Stimme der Opposition. Was wir nicht aufgeben, haben wir nicht verloren. Eberle war der Gründer der Demokratischen Linken, die bei den Kommunalwahlen 1968 in 5 Stuttgarter Wahlkreisen mehr als 5% erreichte. Heute sind wir Jahrzehnte später und wir sind immer noch nicht großartig über diese 5% gekommen. Oder wenn wir es zusammennehmen, über die 10. Aber wir wissen, es ist eine Ausdauer notwendig. Eine Fantasie und eine Kreativität, die wir in die Sache legen müssen. Wir dürfen einfach nicht aufgeben, sondern müssen Freude dabei haben, auf der Straße zu sein, unsere Meinung zu sagen und den Widerstand zu stärken. Der Versuch, in den Parlamenten Fuß zu fassen, scheiterte damals auch an den politischen Pietisten, an den rechtgläubigen Orthodoxen und den 150-prozentigen und der mangelnden Kritikfähigkeit der Linken insgesamt damals. In vielen Jahren des Widerstands haben wir so manche Illusion verloren und haben andererseits in vieles unser Vertrauen verloren. Denn ein Vertrauen ist so groß, denn kein Vertrauen ist so groß, dass man es nicht verspielen könnte. Wir haben aber auch gelernt, wir sind selbstbewusster geworden. Mit euch, mit den Tausenden, die jeden Montag hier sind. Wir sind selbstbewusster geworden, kritischer gegen uns selbst und andere. Die Bäume, liebe Freundinnen und Freunde, wachsen auch im Rathaus nicht in den Himmel. Wer sie wachsen lassen will, der muss raus auf die Gas, raus auf die Straßen, unter die Menschen, auf die Marktplätze. Der muss auch, wenn er oder sie ein sicheres Ratsmandat hat, den Arsch hochkriegen, denn kein Mandat ist sicher, dass man es nicht verlieren könnte. Wer auch immer in den Rathäusern und Parlamenten sitzt, wird uns kennenlernen. Von unserer besten Seite natürlich. Deswegen sage ich, wessen Land? Unser Land. Wessen Stadt? Unsere Stadt. Wessen Geld? Unser Geld. Köpfchen zeigen. Oben bleiben. Danke euch. Vielen Dank, Peter Frohmann, solche Reden machen uns immer wieder Mut, weiterzumachen. Und wir sind ja inzwischen schon so viele Jahre dabei und so abgehärtet, dass uns auch, glaube ich, so leicht nichts mehr erschüttern kann. Denn trotz aller nicht gehabten Erfolge wissen wir, uns bleibt nichts anderes übrig, als einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen. Dieser größte Betrug der Industriegeschichte wird irgendwann vor den Gerichten und spätestens nach einigen Jahren dann auch vor den Gerichten der Geschichte landen. Davon bin ich zutiefst überzeugt und deshalb mache ich auch ständig weiter. Jetzt habe ich